Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Parfüm-Video. Es wird mal wieder Zeit für eine Top-10-List und ich dachte mir, es ist endlich soweit. Ich präsentiere euch heute meine Top-10 Celebrity-Parfüms. Top-10 Prominenzdüfte. Mit anderen Worten, über die Celebrity-Parfüms wird immer gesagt, ja, die sind meistens nur mass-appealing, halten nicht lange, sind generisch und sind oftmals fruity-floral. Das Problem ist, es gibt auch Hidden Gems darunter. Einfach Parfüms, die eine krasse Sillage haben, die ewig lang halten, die unique sind und eben halt nicht in die Spektrum fallen. Und ja, die 10 Favorites von mir habe ich jetzt rausgesucht und werde euch die jetzt präsentieren. Auf dem Platz Nummer 10 befindet sich Beyoncé's Heat Rush. Wunderschönes Parfüm. Für den Sommer abnormal frisch, fruchtig, wirklich tropisches Feeling in einer Flasche. So schön. Boah. Ich bin in der Karibik. Ich bin gerade auf der Insel, ich sehe da die Palmen. Und ja, ich bin einfach in der Karibik. Der Strand ist vor meiner Nase. Alle sind wirklich in so einer richtigen Urlaubslaune und sind gut drauf. Und man trinkt Cocktails zusammen und hat einfach nur Spaß. Schaltet vor Ernst des Lebens ab. So riecht der Duft für mich. Einfach Blutorange, Passionsfrucht mit einem blumigen Schleier. Wirklich Exotik pur mit einem blumigen Schleier. Das ist für mich Beyoncé's Heat Rush. Es riecht so schön. Ich bin wirklich auf der Insel mit diesem Duft. Platz Nummer 10, Beyoncé Heat Rush. Das ist in Anführungsstrichen nur Platz Nummer 10, weil man den echt meiner Meinung nach nur in heißen Sommertagen tragen kann. Platz Nummer 9 geht an Adam Levine For Her. In diesem wunderschönen Mikrofon. Boah, dieser Duft, ne? Der eben war ein typischer Sommerduft. Das hier ist ein typischer Winterduft, echt. Das ist so ein schöner Kuschelduft. Ein warmer Vanilleschleier mit einer würzigen Note. Und Sandelholz. Sandelholz ist so kuschelig und beruhigend und ich finde das so ein traumhafter Kuschelduft. Echt, wenn es richtig kalt ist, kuschelst du dich einfach ins Bett. Adam Levine For Her ist auf jeden Fall an deiner Seite und du fühlst dich plötzlich komplett aufgewärmt und ja, das fühlt sich einfach an wie eine warme Umarmung. Ist einfach so. Richtig toller Kuschelduft. Adam Levine Vorher. Auf Platz Nummer 8 haben wir das Parfüm von Bibi's Beauty Palace und zwar Bilou Gold Love. Dieses Parfüm ist so schön. Stellt euch einfach so richtig tolles Vanilleeis vor. Da macht ihr Karamell da drauf und da sind so leichte Nektarinensplitter drauf. Das ist einfach der Duft. Vanille Soft Eis mit Karamell und Nektarinenstücken. So schön. Echt. Es könnte auch irgendwie so ein hochwertiger Bodylotion sein. Einfach ein richtig schönes Parfüm, was einen auch durch kalte Tage gut begleiten kann. Es war jetzt nicht so kuschelmäßig wie Adam Levine vorher. Ist definitiv ein bisschen süßer, mehr girly, aber ja, auch echt schön und aufwärmend. Für kalte Tage. Richtig toll. Ich kenne kein Parfüm, was besser am Vanilleeis repräsentiert als dieses Parfüm. Platz Nummer 7 geht an Katy Perry's Mad Potion. Katy Perry Düfte sind super underrated, sind wir mal ehrlich. Und Mad Potion wäre viel weiter oben in der Liste, wenn die Haltbarkeit nur besser wäre. Die anderen Düfte, die ich vorgestellt hatte, haben eine krasse Haltbarkeit, außer Beyoncé Heat Rush. Muss man einfach sagen, Beyoncé Heat Rush ist ein Sommerduft, muss nicht die krasseste Haltbarkeit haben, muss einfach nur erfrischen und gute Laune machen und das tut der Duft definitiv. Das hier ist aber ein schwerer Vanilleduft. Das ist quasi Pink Sugar, ohne dass Pink Sugar draufsteht. Ist einfach die Wahrheit. Weil das hier ist so ein richtiger Zuckerwattenduft. Einfach drei verschiedene Vanillesorten. Super, 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 super süß. Mit Apfel und Moschus. Ganz leichte Apfel- und Moschusnote. Sonst Vanille, 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 Vanille. Und ja, für mich ultimative Kirmes-Vibes. Und ja, der Duft riecht so schön. Super verführerisch. Super süß. Super lecker. Aber die Haltbarkeit ist einfach nur bei 6 Stunden. Warum hält der Duft nur 6 Stunden? Mann, das Parfüm wäre absolut top, wenn es länger halten würde. Die einzige Schwäche,
eine Schwäche, die mich persönlich ziemlich ankotzt. Ich mag es nicht, wenn Düfte nur so 5-6 Stunden halten, weil ein Arbeitstag geht 8 Stunden. Und dann möchte ich nicht, dass mein Parfüm mich einfach hintergeht und verlässt. Finde ich ein bisschen blöd. Deswegen, Haltbarkeit schlecht, Duft Weltklasse. Wenn man auf süße Düfte steht. Platz Nummer 6 geht an Justin Biebers Girlfriend. Daumen hoch für das Packaging. Ist einfach so schön. Musst du erstmal rausnehmen und hast hier so ein Herz. Einer der schönsten Flakons aller Zeiten. Hands down. Und das Parfüm an sich ist auch richtig schön. Ich sprühe das jetzt mal auf meine Hand, weil ich kann das in den Deckel sprühen. Beeren, 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 Beeren. 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 Was für Beeren? Helle Beeren? Nein. Dunkle, waldige Beeren. Genauso wie die Flasche auch schon aussieht. Dunkle, waldige Beeren. Mit einer leichten Nektarinennote und ein bisschen Vanille und das war's. Aber was du hauptsächlich bekommst, sind Beeren. Und Beeren. Habe ich schon Beeren gesagt? Einfach die dunkelste Waldbeere überhaupt. Irgendwie ganz toll. Ist auch nicht so ein typischer Celebrity-Duft, finde ich, weil es ist halt ziemlich dunkel. Es ist nicht super süß, definitiv nicht, weil es eben halt sehr nach diesen dunklen Waldbeeren riecht. Echt, mein Geheimtipp. Justin Bieber Girlfriend. Echt, ganz tolles Parfüm. Die Haltbarkeit von Justin Bieber Girlfriend-Duft ist jetzt auch nicht die allerbeste, aber besser als Mad Potion. Ist auch nicht schwer, ich weiß. Platz Nummer 5 geht an Rihannas Rebel Fleur, ein Fan-Favorite in der Parfüm-Community. Ich persönlich finde Duft auch gut, aber ich finde, da gibt es einige Celebrity-Parfüms, die ich persönlich einfach mehr mag und die von der Haltbarkeit eigentlich genauso gut sind. Weil dieses Parfüm hält locker 10 Stunden und naja, es ist halt schon ein toller Duft. Fängt sehr tropisch an, du bist wieder auf einer Insel, leicht bekleidet, super sexy und verführst alle am Strand. Und hast so einen richtig tollen Kokosnuss-Cocktail in der Hand, so riecht der Duft für mich. Echt, Kokosnuss-Cocktail-Vibe, so ein bisschen Pina Colada-Style, mit einer leicht blumigen Note. Und später, wenn der Duft sich gesettelt hat, dann gibt es diese Transition. Das hat nur das Parfüm irgendwie, von allen, denen ich hier vorstelle. Das Parfüm macht eine Transition. Es wird dann zum schweren Vanilleduft. Von so einem Cocktail zum Vanilleduft. Das macht das Parfüm so besonders. Echt. Jetzt ist noch der Cocktail. Wenn ich das ein bisschen ziehen lasse, der Dry Down ist da einfach schwere Vanille. Schwere, sexy Vanille. Fantastischer Duft. Rihanna Rebel Fleur. Und die Flasche ist auch cool. So wie so eine Zauberlampe aus dem Orient. Platz Nummer 4. Geht an Ariana Grande Sweet Like Candy. Oh, ich liebe die Flasche, ich liebe diesen Duft. Wer Viva La Juicy Gold Couture mag, sollte diesen Duft eine Chance geben. Ist ein bisschen frischer, da fehlt einfach das Karamell, wurde mit einigen Früchten ersetzt und mit Marshmallow ersetzt. Für mich riecht der Duft sehr ähnlich wie Viva La Juicy Gold Couture. Karamell raus, Früchte rein, Marshmallow rein. Ist für mich die Sommerversion oder Frühlingsversion von Viva La Juicy Gold Couture. Schwerer, süßer, fruchtiger Duft mit dieser wunderschönen himmlischen Marshmallow-Note, die Ariana Grande sowieso gerne in ihren Parfüms verwendet. Einfach schön. Super sexy, super girly, fantastisches Parfüm. Ich liebe das Parfüm echt unfassbar doll, ey. Das ist eins meiner absoluten Favorites. Und es macht süchtig. Das ist das Schlimmste daran. Aber gerade diese Marshmallow-Note, die ist so toll. Deswegen habe ich mir jetzt auch tatsächlich für 200 Euro Killian's Love Don't Be Shy gekauft. Das Parfüm, was Rihanna selbst ja auch trägt. Ich muss es einfach ausprobieren, weil Killian verwendet ja auch in vielen Parfüms, genau wie Ariana Grande, Marshmallow. Und ich bin so gespannt drauf. Das ist leider noch nicht da, aber ich freue mich drauf. Ich freue mich wahnsinnig drauf. So, Platz Nummer 3 geht an Katy Perry's Killer Queen. Ich liebe dieses Parfüm so sehr. Ich liebe dieses Parfüm so sehr. Es hat mich durch schwere Zeiten gebracht. Es war eines meiner ersten Parfüms. Da kommt natürlich jetzt ein bisschen Nostalgie dazu.
Aber dieses Parfüm kriegt viel zu wenig Aufmerksamkeit, viel zu wenig Credit. Das ist eines der besten Celebrity-Parfüms, die es gibt. Das ist einfach La Vie Belle, wenn du so ein Bad Girl bist. Wenn du sagst, hey, La Vie Belle ist dann doch zu blumig. La Vie Belle ist dann doch schon ein bisschen zu süß, zu Good Girl-mäßig. Dann nimmst du Killer Queen. Echt. Dunkle Beeren mit La Vie Belle gemischt. Hier hast du Pralinen, hier hast du die dunklen Beeren. Hier hast du leicht blumige Noten. Eine Pflaumennote, noch wirklich diese dunklen Früchte. Gemischt mit der Praline. So ein tolles Gourmand-Parfüm. Ey, das ist nicht in Wort zu fassen, wie toll dieses Parfüm ist. Ist auch schon zur Hälfte wieder aufgebaut oder über die Hälfte werde ich mir sofort nachbestellen, wenn es leer ist, weil das ist einfach Weltklasse. Echt jetzt. Wenn du La Vie Belle süß findest, probier das aus. Ist zwar auch süß, aber durch die Beeren nicht ganz so süß. Sind genauso dunkle Beeren wie bei Justin Bieber Girlfriend. Aber das mit La Vie Belle gemischt irgendwie. Es ist so toll. Bad Girl Version von La Vie Belle. Ich liebe dieses Parfüm. Echt. Es hat mich durch so viele Zeiten begleitet. Es war auf Smash Turnieren. Das war überall. Ich liebe Killer Queen von Katy Perry. Super underrated. Und das ist jetzt auch tatsächlich das Parfüm von Katy Perry, was am längsten hält. Hat ein gutes Sillage. Du wirst wahrgenommen. Hält ewig. 10 Stunden nämlich. Und ja. Was soll ich sagen? Das Parfüm ist für ihn super alt. I just love it so much. Ich komme aus den Schwärmen nicht mehr raus. Echt. Vielleicht ist auch ein bisschen Nostalgie da mitschwingend, aber boah. Wenn du bärige Düfte magst und Gourmand-Düfte magst, kommst du nicht drum rum. Du musst Killer Queen eine Chance geben. Echt. Dieses Parfüm ist so toll, ey. Ich liebe es. Deswegen Platz Nummer 3. Für Katy Perry Killer Queen. Platz Nummer 2 geht wieder an Ariana Grande und zwar an Cloud. Ich kann es nicht mehr hören, dass alle sagen, es riecht wie Baccarat Rouge. Ich habe Baccarat Rouge und es riecht nicht wie Baccarat Rouge. Es hat so ein bisschen die Vibes beim ersten Mal sprühen. Nur die Vibes. Baccarat Rouge riecht für mich nach salziger Meeresbrise mit einer edlen Zuckerwatte. Das hier ist auch Zuckerwatte, aber ohne die salzige Meeresbrise. Hier kommen natürlich noch Kokosnuss hinzu. Merkwürdig, diese Kokosnussnote. Und hier ist tatsächlich Schlagsahne drin, was den Ganzen so eine cremige Note verleiht. Und deswegen ist das viel süßer, viel mehr noch Zuckerwatte als Baccarat Rouge. Viele sagen ja schon, ha, Baccarat Rouge ist so süß, kann sich ja keiner geben. Ja, Ariana Grande Cloud ist noch süßer. Viel süßer. Das Parfüm für Ariana Grande heißt Sweet Like Candy, ist weniger süß als Cloud. Aber traumhaft schön. Haltbarkeit ewig, wirklich ewig, 16 Stunden plus. Qualität abnormal, also es reicht mit den besten Parfüms ever mithalten. Wer sagt, Celebrity-Parfüms halten nicht lange, sind nicht kreativ. Klar, weil es ein bisschen Vibes hat von Baccarat Rouge, könnten wir jetzt sagen, das ist nicht kreativ. Ist ja nur 80% von Baccarat Rouge im Opening. Ja, wow. Und? Trotzdem andere Duft. Viel wolkiger, viel fluffiger als Baccarat Rouge, deswegen ist auch die Cloud. Einfach wegen der Schlagsahne und der Kokosnuss. Das verändert schon viel. Und hier ist auch kein Safran drin. Ne, Baccarat Rouge glänzt ja auch durch die Safran-Note, die fehlt ja auch komplett. Ich verstehe nicht, wie die Leute drauf kommen. Ah, das ist Jupe zu Baccarat Rouge. Ich werde irgendwann noch ein Video dazu machen. Das nennt sich dann Ariana Grande versus Baccarat Rouge. Ich mag beide Düfte. Aber es ist halt kein Klon. Das ist aber verdammt toll. Ganz ehrlich, objektiv betrachtet, vor allen Düften, die ich hier vorgestellt habe, ist Ariana Grande Cloud das beste Celebrity-Parfüm, was es gibt. Weil es ewig lange hält, krasse Projektion hat und einfach sowas für High Quality ist, weil du einfach diese Baccarat Rouge-Vibes am Anfang hast, dann mit einer eigenen Note das verlieren wird. Oh, das ist so toll, das Parfüm. I just love it so much. Und wo ich das erste Mal hatte, ich habe es nur gesprüht. Ne? Guck mal, wie viel da schon weg ist. Das ist verdammt viel. Ich habe an die 100 Parfüms bald. Und dafür habe ich schon echt viel hier gesprüht. Und ihr müsst wissen, ich habe ja auch nur Baccarat Rouge. Ne? Wenn ich Bock auf Baccarat Rouge habe, dann habe ich immer so den Schwank. Nimmst du jetzt Cloud für ein bisschen mehr Girliness, ein bisschen cremiger, fluffiger. Verschwielter oder nimmst wirklich Baccarat Rouge und bist so die edle Dame.
Das ist halt immer so die Qual der Wahl. Deswegen, Ariana Grande Cloud, Weltklasse Duft. Super edle Zuckerwatte mit Kokosnuss und einer cremigen Note. Mit Schlagsahne. Fluffig, lecker, unique. Anders kann ich es nicht in Worte fassen. So ihr Lieben, jetzt kommt Platz Nummer 1. Und Platz Nummer 1 ist auch mein Lieblingsparfüm of all time. Ist Britney Spears Fantasy. Keine Top 10 Celebrity Liste ohne ein Britney Spears Parfüm. Ist einfach so ein Fantasy. Ist einfach all time favorite. Ist einfach Weltklasse. Hält auch ziemlich lange das Parfüm. 8 bis 10 Stunden. Kommt natürlich jetzt nicht mit Cloud mit, aber dieser Geruch. Frisch. Super girly, aber dann auch diese super süße Note. Und wie kreativ dieses Parfüm ist. Da ist einfach Cupcake drin. Ein super süßer Cupcake mit einer Kiwi-Note. In welchem Parfüm findest du Kiwi und Cupcake? Britney Spears Fantasy. Das kombiniert mit Vanille und Moschus. Hast du das ultimative girly Parfüm. Es ist so schön, es ist frisch, es ist beruhigend. Wenn ich schlafen kann, sprühe ich Britney Spears Fantasy. Es beruhigt mich irgendwie, es ist... Ach, das ist einfach traumhaft. Es ist wirklich traumhaft. Das ist wirklich eine Fantasy. Du glaubst gar nicht, wie toll dieses Parfüm ist. Du denkst, du fantasierst nur. Daher kommt der Name. Und das kann ich mir nicht erklären. Oh, ist das schön. Es ist so frisch und girly und unique. Och, Mensch, das... Nee, also immer wenn ich das Parfüm sprühe, komme ich aus den Staunen nicht mehr raus. Egal wie oft ich sprühe, ich komme nicht aus den Staunen raus. Britney Spears Fantasy, mein absoluter Favorite, wenn es um Celebrity-Parfüms geht. Aber ich mag alle 10, die ich hier vorgestellt habe. Don't get me wrong. Was ich zum Beispiel nicht habe, ist J.Lo Miami Glow. Das soll auch sehr gut sein, aber das ist discontinued. Ich bekomme das nicht mehr. Und Lady Gaga Fame soll auch sehr gut sein, aber ist auch discontinued. Es ist halt ein bisschen blöd, wenn viele Parfüms einfach nicht mehr produziert werden. Auch Justin Bieber hatte ein Parfüm, Someday. Das interessiert mich auch, nämlich auch von Meisterparfümerin Honorine Blanc, die auch Viva Little Juicy gemacht hat. Ist auch discontinued. Ich komme einfach nicht mehr an diese Parfüms dran. Die haben es eventuell auch in die Liste geschafft, weiß ich jetzt nicht. Aber ich wollte es nur mal erwähnt haben. Nicht, dass jetzt eine schreibt, hey, wo ist ein J.Lo Miami Glow? Wo ist Justin Bieber Someday? Habe ich nicht. Sind leider discontinued. Es tut mir leid. Gut, ihr Lieben. Schreibt mal gerne eure Top 10 Celebrity-Parfüms unten in die Kommentare. Würde mich interessieren und dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls euch diese Top 10-Liste gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao. Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist. Und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen. Und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!